Elber. Salihamidžić. Und ein Eigentor von Torben Hoffmann. Und das Ganze in der zweiten Minute. Wir sehen, Ottmar Hitzfeld ist ebenso geschockt und konsterniert über diese Geschichte. Die Flanke von Elber, da gibt es ein paar, die daneben hauen. Und in aller Seelenruhe macht das diese Aktion eben hier ein bisschen das Ganze aufgeweckt hat. Matthäus Effenberg. Und da ist es. Die Bayern können im eigenen Stadion kontern. Den Bundesliga-Niederungen entschwebt. Und Achtung, klasse gesehen von Effenberg und Scholl. Und Kovac kommt quer. Scholl und Matišek. Und an so einem Abend gelingt dann alles. Er kam zu spät. Und was für ein wunderschöner Freistoß von Michael Ballack. Jetzt kann er seine ganze Schnelligkeit ausspielen gegen Robert Kovac. Und das tut er. Und dann wechselt dort bei Hitzfeld Zickler ein, als alles hier so ein bisschen bei den Seinen ans Pennen denkt. Und der macht ihm dann das Tor. Wer also gewinnt dann dieses Spiel? Hitzfeld oder Daum? Natürlich.